JD-Film zeigt Bergbaugeschichte. Glück auf! Bergmann und Künstler Max Molzger. Gedenkstätte für die Bergleute der Karlschachgrube. Geschaffen von Hauer und Künstler Max Molzger. Dargestellt wurden die Bergleute Hans Mostegel und Anton Süß. Einweihung erfolgte 1960. Die Wurzeln von Max Molzger waren im Biber. Sein Vater Markus Molzger wurde im Biber am 27.04.1880 geboren, wuchs am elterlichen Bauernhof Fulger-Linhardt im Biber auf, verehelichte sich mit der geborenen Anne Langmann aus Ligis Steinberg, Fulger Hemmer Jörgl. Markus und Anna Molzger wurden in Gradkorn wohnhaft, wo Markus in der Papierfabrik Leukam als Maschinist Arbeit fand. Am 11. Oktober 1905 kam Max Molzger in Gradkorn im Kirchenviertel zur Welt. Die Familie Molzger verließ 1911 die Steiermark, ging nach Hamborn-Duisburg, wo der Vater im Bergbau arbeitete. Max besuchte die Schule und war schon damals vom Kunstwerken sehr beeindruckt. Hamborn-Duisburg ist die älteste Stadt des Rheins, war um 1900 die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil und der höchsten Einwanderungsquote im ganzen Ruhrgebiet. Innerhalb von einem knappen Jahrzehnt explodierte die Bevölkerungszahl geradezu. Von knapp 5.000 um 1895 auf über 100.000 Einwohner im Jahre 1910. 1911, als die Einwohnerzahl auf über 103.000 gestiegen war, erhielt Hamborn Stadtrechte. 1914 bis 18 kam es zum Ersten Weltkrieg, wo Max Molzgers Vater im Krieg fiel. Als einziges männliches Familienmitglied war noch weniger an einer künstlerischen Ausbildung zu denken. Er musste zwar sehr jung noch im Bergbau arbeiten, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. 1931 heiratete Max Molzger seine Frau Maria. 1932 kam Tochter Maria, 1937 Sohn Max zur Welt. Am 1. September 1939 kam es zum Zweiten Weltkrieg. Max Molzger wurde von der Familie von 1940 bis 1945 getrennt. Er arbeitete in Magdeburg als Schweißer, war OK-gestellt, brauchte nicht einrücken. Im März 1943 wurde Hamborn ausgebombt. Die Häuser wurden zerstört. Die Frau und Oma Molzger mit Sohn und Tochter wurden nach Lebenbrunn im Burgenland ausgewiesen. Am 14. Oktober 1944 gegen 8.30 Uhr, als die Operation Hurricane britischer Luftkampfverbände Duisburg traf. Es war der verheerendste Luftangriff auf eine deutsche Stadt im Zweiten Weltkrieg, sieht man von den Bombardierungen Dresdens und Hamburg ab. In drei Angriffswellen innerhalb von 20 Stunden warfen insgesamt 2068 englische Bomber Typ Lanchester und Typ Halifax zwei- und viermotorige Maschinen rund 9000 Tonnen Bomben auf die gesamte Stadt und ihren Hafen ab. In ganz Duisburg waren am 14. und 15. Oktober 1944 mindestens 2876 Tote zu beklagen. Als der Krieg am 8. Mai 1945 beendet war, fuhr Max Molzger 900 Kilometer mit dem Fahrrad von Magdeburg nach Lebenbrunn ins Burgenland zu seiner Familie. 1946 kam die Familie Molzger wieder in die Weststeiermark. Max arbeitete im Karlschach 2, später Karlschach 3 unter Tage. Musik.
wohnten in einer Baracke gegenüber des damaligen Rosenthaler Bades. Der Betriebsleiter Hase förderte Moltzkers künstlerisches Talent. Seine Kunstwerke wurden bei der Barbara-Feier aufgestellt. So entstanden in den Jahren hervorragende Kunstwerke aus seiner Hand. 1949 bis 50 wurden die Wabensiedlung fertig gebaut. Familie Moltzker bekam im dritten Haus, ersten Stock, eine Betriebswohnung. Der Bergmann und Künstler Max Moltzker fuhr mit dem Fahrrad bei jedem Wetter nach Karlschach zur Arbeit, später mit dem Moped. Über Auftrag eines Zahnarztes schuf er auch ein Erzherzog Johann Denkmal. Max Moltzker gibt seine Skulpturen den Ausdruck seines schöpferischen Gefühls. Motiviert durch die Kenntnis der Gefallenen des Bergmannstandes, kommt vielen seiner Arbeiten die Sehnsucht und Schutz zum Ausdruck. In die emporgehobenen Gesichter seiner Kumpeln formte in Sorge und Bitte um die schützenden Hände der Schutzpatronin Heiligen Barbara. Die drei Tenöre: Erzherzog Johann in Holz, die drei Pflanzer, Heilige Barbara für den Bergdirektor Ganter, Dr. Klöpfer, Dr. Scherf, die Kinder am Zaun, der Bergmann, ein Grubenunglück, bei dem er als einziger beim verschütteten Kameraden zurückblick, bis Hilfe kam, prägte sich tief in sein Bewusstsein ein. Der Steiger mit dem Bergmann, die drei auf der Pulverkiste, Bergleute, Bergmann mit Grubenlampe, die Schulkinder, die heilige Barbara. Es gibt noch viel mehr Kunstwerke von Max Moltzker. Leider wurden nicht alle bildlich dokumentiert. Moltzker nahm auch den Pinsel in die Hand und malte einige Bilder. Das Abendmahl, die Pferde, beim Umpflügen, Familie Moltzker in Birnbach, Bürgermeister Bergmann Konrad gratuliert Maria und Max Moltzker zur goldenen Hochzeit. Seine Schaffenskraft ließ ihn auch nach der Pensionierung nie untätig sein. Unter seiner Mitwirkung entstanden beim Birnbacher Fasching der Drachen, die Giraffe, auch bei der Bühne war er eifrig am Werk. Die größte Arbeit war der 3,5 Meter hohe Bergmann mit der Kohlenbohrmaschine. Erinnert an das harte Leben der Kumpel unter Tage, steht am Rathausplatz in Köflach. Die letzte Arbeit, der Bergknappe mit Geleucht, konnte der Künstler Max Moltzker durch Krankheit nicht mehr fertigstellen und ist im Bergbaumuseum zu sehen. Die letzte Grubenfahrt trat der Bergmann und Künstler Max Moltzker 1984 an.